Los geht's! Auf die Jagd mit meiner Mosin Nagant. Teures Geld gekauft, nachdem ich ja letzte Runde mal wieder ein bisschen was verdient habe. Mit diesem wackeren Mitstreiter aus der Türkei, der da schon sehr bestimmt ans Werk geht. Bestimmt ans Werk gehen ist ja eigentlich selten so eine richtig gute Idee. Gerade wenn man endlich mal wieder ein bisschen Plus gemacht hat. Und ist das nicht genau die Ecke, in der das letzte Match endete? Ich glaube schon. Ich laufe gleich mal, gonna go check out the firefight. Laufe gleich mal darüber, wo geschossen wird. Denn ich möchte immer schnell Jäger ausschalten, wenn ich kann. Aber diese Ecke hier ist ja richtig beschissen. Ja, das... Fight's over. Ist wohl schon wieder vorbei, das Gefecht. Holen wir uns halt den Clou da hinten. Er hat auch eine Mosin Nagant, aber ihn abgeschnitten. Gucke noch mal kurz. Natürlich schön gewesen, hier aus dem Unterholz dann wen zu erlegen. Ich mag die ja wirklich gerne, diese Waffe. Ist aber halt auch wirklich teuer. So viele von diesen Dreckshunden. Also gut, letztes Mal habe ich sie hart geliebt. Das klingt jetzt falsch, aber ihr, wer die letzte Runde gesehen hat, weiß, was ich meine. Wer sie nicht gesehen hat, sollte sie sich anschauen. Die ist sehr spannend, wenn auch sehr lang. Aber vielleicht auch gerade deshalb so spannend. Oh, eine Kiste. Kiste! Okay, dann müssen wir hier durch dieses ganze Gekröse durch zu Alice Farm. Hat er schon wieder geschossen. There's still a fight going on. Gehen wir vielleicht doch mal schauen. Air to go. Boah, das ist laut. Die Köter. Das Schöne an der Mosin Nagant ist, dass die halt relativ vielseitig ist. Ne? Also taugt was auf Distanz. Aber ihr seht, das Fadenkreuz ist so klein. Und die Nachladegeschwindigkeit auch relativ kurz. Dass man da schon auch auf mittlere bis kurze Distanz nochmal was reißen kann. Mal gucken. Da ist der Kollege wahrscheinlich. Jetzt natürlich schön anzünden, den dicken. Mach ich aber nicht. Ist doch ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ich, wobei, wenn ich hier schieße, habe ich direkt die Bienentante am Arsch.
Klingt aber so, als wäre da jemand beschäftigt. Ich glaube, da habe ich gerade jemanden gesehen. Im Sprung über die Straße. Der hat vor dich. Say again. No, der hat vor dich hier. Ich verstehe. Also no dead body here, oder was? Oh. Die könnte ich jetzt gerade anzünden. Mach ich nicht. Da hinten. Das ist ein Clue. Gotta go for the clue over there. Yeah. I see the hunters. Look. 165. Did you see? Hit him! Okay, I... Ah, Mist. Ich da einen Schuss noch warten kann. Denn viel Munition habe ich ja nicht. Weg darüber. Oh, here's another one. Ah, oh, shit. Okay. I hit him. Kill. It's killed. Another one here. Okay. Did you get him? Yeah, I get him. Nice. Hit him through the wood. Das andere. So, erstmal verarzten. Gotta heal. Oh. Den natürlich nicht mehr locken. Wo kommt dieser Schuss her? Das in der Richtung ist dann wahrscheinlich ein Bosskampf. Was ist denn meine Sekundärwaffe? Dieses Popel-Ding. Wanna go for the butcher? Okay. Ah, no. Das kommt mir gerade recht. Das ist auch nur 4 Schuss. Einer? Ja, das hat das Problem mit dem Ding.
Pferd kaputt. Was will er denn hier machen? Das richtet mir nicht ganz ein, aber es scheint noch einer gewesen zu sein. Achso, klar, der eine, der da draußen Wasser war. Stehen aber eigentlich viel zu dicht aneinander. Shotgun. Ja, der ist doch schon lange weg. So, what's the plan? Go for the butcher hunters? It's very fierce. We can't. Okay, so let's. Maybe they'll go for the spider as well and we'll get them there. Can you cover me for the clue? Say again? Can you cover me for the clue? Clue is here. Ah, yeah, sure. Das heißt, ich gebe ihm Deckung, während er den Clue holt. Okay, I'm gone. Ist jetzt eigentlich, wie gesagt, nicht so wichtig, den Hinweis da zu holen. Zumal da dieses scheiß Wasserviecher sind. Die werden ihm ordentlich wehtun. Und die Spinnenjäger kommen mit ein bisschen Glück dann zu uns. Ja, das schafft er nie darüber. Naja, okay, vielleicht doch. Ja, ist natürlich, ja, ihnen Deckung zu geben, ist da jetzt so ein bisschen relativ. Okay, wir müssen also zu einer dieser drei Orte Richtung Osten. Was ist denn wohl mit dem zweiten Jäger hier passiert? Vielleicht hat er es irgendwann nochmal versucht, da hinten seinen Kollegen zu holen. Aber mit dieser Stacheldrahtfalle hat er da eigentlich keine Chance. Aber man könnte mal schauen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, ja, wir könnten hier nochmal Munition holen. Ah ne, Hunde. What? Was ist da explodiert? Warum ist da was explodiert? Das macht mich dann noch ein bisschen nervös. Da hinten kriegen sich gerade andere Leute in die Wolle. Ah, die sollen sich nur alle schön
gegenseitig ausschalten. Und gut. Alle gleich blöd. Oben ist irgendwas richtig laut. Ja, lass ich ihn mal vorgehen. Was ist der Hinweis überhaupt da hinten? Oh, okay. Ja gut, hier waren das auch schnell draußen. Zu. Packt Emro brauche ich nicht. Ich sichere ihn noch mal von hier. Aus der Sicherheit. Ja, nimm ihn. Oder sieht den Gegner? Nee. Okay, Slaughterhouse. Das ist ja auch nicht mehr weit. Ich versuch's mir anzugewöhnen, mich ab und zu einfach auch mal umzudrehen. Den Fall, dass einem Leute hinterherlaufen. Bin aber ein bisschen erleichtert, muss ich sagen, dass die anderen Hunter abgehauen sind. Weiß natürlich nicht, ob die Verfolger hatten, die jetzt noch da sind. Also weiterhin vorsichtig bleiben. Da sind Hunde, da sind Hühner. Oh, ganze Party. Jetzt natürlich vor der Spinne regelmäßig nicht so viel Schiss wie vor irgendwelchen Jägern, die sich vielleicht da drin rumtreiben oder draußen. Explosives Fass, da gehe ich mal lieber woanders hin. Weg. Ja, wir wissen, wo sie ist. Geht sie nicht auch irgendwo nach oben? Ich will lieber nach oben.
der hackt sie klein. Hunters, Hunters. Okay. Fucking shit! Ich möchte irgendwo nach oben. Ja, wir stehen direkt nebeneinander, das ist nicht so geschickt. Das ist wirklich auch eine schwierige Ecke hier. Weil es hier so viele Türen und Fenster gibt. Oh, nicht nebeneinander stehen. Okay. Super raus. Und ich muss dieses Ding hier irgendwo aufstellen. Überall sind hier Türen. Gut, also diese eine Tür ist schon mal ziemlich safe, die da hinten leider überhaupt nicht. Wir müssen eigentlich jetzt reinkommen. Denn wenn sie das nicht tun, dann laufen sie Gefahr, dass wir dann eben die Belohnung aufheben. Wer hat denn jetzt diesen Zombie getriggert? Nein! Ich will hier die... Ja, kann ich jetzt nicht mehr entschärfen. Ich wollte zu der anderen Tür hin tun. Aber man kann gar nicht ein Stockwerk nach oben, okay. Das ist gut zu wissen. Weiß natürlich grundsätzlich hätte ich das gerne gemacht. Ich kämpfe ja immer gerne von oben nach unten. Also hier ist es halt schwierig, weil sie von da reingucken können. Aber da erkennen sie mich hoffentlich nicht so gut. Dann wache ich von hier aus diese Tür. Das ist so grob Kopfhöhe. Irgendwer da draußen hat einen Zombie gekillt. Nehmen wir diese Tür halt nicht. Oh, ich würde so gern irgendwie noch reingehen. Lauft mal hier am Loch vorbei.
Okay, wir wollen uns hier den Laden verminen. Oh, jetzt kommt eine Granate geflogen. Got one down. One dead. Yeah. Can you burn him? Yes. I can. Ich hoffe, der brennt. Ich hab doch noch eine Handgranate. It's okay. Grenade, stop. Okay. Looks clear to me. Yes. Ha! 500! Be nice! Where did you get the other one? Yeah, inside. One. Okay. And here. Burning. Nice. That's yeah. $200 and $500. Don't have any ammunition for my rifle though. I have a division. So, das war schön. Und das war hoffentlich jetzt auch alles. Na, das ist natürlich der krasse Nachteil der Mosin. Ja, so wenig Munition. Aber dafür halt den einen Typen direkt in der Tür aus dem Latschen gehauen. Boah, das muss ich mir nachher nochmal anschauen im Replay, ob das eigentlich mein Kill war. Ich glaube aber schon. Komisch, dass das Erste-Hilfe-Paket bei mir nicht funktioniert hat, aber hier haben wir jetzt erstmal Moon. Hauen wir ein ganzes Magazin da rein. Man weiß ja nie. Nochmal. There's still two hunters who are left. To the north. Yes. We need to quickly. Mit denen möchte ich mich jetzt nicht mehr anlegen. Komm. Wo geht's denn hier raus? Ah, das wird jetzt knapp. Oh, die sind nah. Da hinten wird einer weggejagt. Yeah. There's one. Ha! Das war knapp. Ja, da ist noch die Tröte angegangen vom Schiff. Die warnt einen davor, wenn eben feindliche Jäger da im Extraction-Bereich sind. Oder wenn eben zwei Teams gleichzeitig drin sind. Aber die waren offensichtlich nicht nah genug, um uns eben an der Extraction zu hindern. Da sind uns wieder die Zombies in die Quere gekommen, zum Glück. Haben uns da gerettet, wobei war ich wieder voll aufmunitioniert und voll motiviert. Wahrscheinlich hätten wir die jetzt da auch noch weggeklatscht. 4 Kills, sehr schön. Und sehr schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Waren zwar alles Tier 1, aber ich war selber auch Tier 1. Und das heißt ja alles nichts, obwohl ich offensichtlich schon Level 96 bin.
Wenn euch das Video wie mir auch Spaß gemacht hat, dann vergesst nicht ein Abo da zu lassen, gerne auch Kommentare und so weiter, denn das bedeutet mir natürlich zum einen viel und zeigt mir eben auch, dass euch das Spiel immer noch Spaß macht. Warum habe ich nur so wenig Erfahrungspunkte gekriegt? Ist mir fast egal. Achso, der Butcher ist ja davon gekommen, aber immerhin mal wieder 1000 Dollar verdient. 775 allein gefunden, wenn ich das richtig sehe. Und das ist natürlich, das ist schön. Ihr seid schön, alles schön. Ihr seid die Besten. Ich bin der Fabian. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.